Menschen. Mehr Menschen. Wir machen gerade Pause, während wir an Mittwoch denken. Tag 1 ist vorbei, I guess. Wir haben die erste Hälfte damit verbracht, dass wir auf der Messe selber waren und Menschen gesucht haben und sie nicht gefunden haben. Ja. Wir sind Profis. Absolut und Profis. Die andere Hälfte haben wir im Japan-Garten verbracht und tatsächlich Menschen gefunden. Ich weiß, krass. Dann haben wir da gesessen. Ja. Ein paar Stunden lang. Das war's. Mal gucken, wie spannend morgen sein wird. Naja, ich denke... Mittwoch. Ich denke, wir sehen uns dann morgen wieder. Yes. Nachdem wir jetzt gestern noch eine ganz tolle Heimfahrt hatten... Großartig war die. Ja, denn statt einer Stunde sind wir 3,5 gefahren. War großartig. Classic Deutsche Bahn, würde ich sagen. Ja, haben wir jetzt uns ein bisschen später auf den Weg gemacht. Hoffen dann, dass wir halt nicht so lange anstehen müssen und schneller reinkommen. Mal sehen. Es regnet, das ist ein bisschen blödi, aber auf der Messe selbst juckt das ja nicht, weil wir einfach drin sein können. Richtig. Der Weg dahin wird jetzt natürlich erstmal ein bisschen bläh, aber ist schon in Ordnung. Wir machen uns auf jeden Fall einen chilligen Tag. Jo. Im Vergleich zu gestern einfach mal innerhalb von 2 Minuten drin gewesen. Gestern einfach 1,5 Stunden. Ist ein Unterschied, würde ich sagen. Wir sind jetzt zu Hause. Wir waren heute nur so 2,5 Stunden da. Aber wir haben so ziemlich alles gesehen, was wir sehen wollten. Und ja, jetzt wollte ich euch noch zeigen, was ich so geshoppt habe. Und zwar zu Beginn, den werde ich jetzt noch nicht auspacken, sondern eher zu Hause. Aber es ist ein Squish-Käsig und ich liebe alles daran. Es ist meine Miniaturform, Leute. Ich liebe es. Und dann haben wir, also der hat 5 Euro gekostet, glaube ich. Dann habe ich so 3 Pins, total süßi. Die haben insgesamt 12 Euro gekostet. Da ist ein Kitzi mit Popo, St. Nudes und eine Panflag. Finde sehr süß. I like it very much. Also einzeln hätten die irgendwie 5,50 gekostet. Und deswegen dachte ich so, 3 wäre dann vielleicht ein bisschen schlauer. Weil das sind dann ja, also 12. Ich habe Geld gespart, dies, das. Und dann habe ich noch für 10 Euro diesen süßen Choker mit diesem Mond gekauft. Die hatten an dem Stand noch so viel andere süße Schmucksachen, aber leider hatte ich jetzt nicht mehr so viel Geld mit. Ansonsten, ich hätte einfach den ganzen Shop leer gekauft am liebsten. Aber vielleicht nächstes Mal. Man weiß es nicht. Aber jetzt wird erstmal gechillt. Und dann geht's morgen tatsächlich schon nach Hause. Das Wochenende geht immer schnell rum. Bin ehrlich. Aber es war sehr, sehr schön.